Betty Oktober Business Treff. Es ist eine Fortführung von Veranstaltungen, wo wir unsere Kunden dazu einladen, sich mit uns auszutauschen über den Einzug der Digitalisierung in Gebäude. Gebäude sprechen zu uns und aus diesen Daten wollen wir den perfekten Ort schaffen. Wir wollen hier unseren Kunden auch unser Portfolio näher bringen, dass wir für die neuen, jetzigen und zukünftigen Anforderungen bieten können. Andererseits, und das ist uns auch ganz wichtig, wollen wir uns natürlich auch bei unseren Kunden bedanken. Mit dem Gebäude sprechen zu uns oder Maschinen sprechen zu uns bei dem Thema Digitalisierung, da meint man eigentlich damit, dass man Daten geliefert bekommt in eine strukturierte Art und Weise, dass ich aussagekräftige Informationen ableiten kann davon. Das über einen Reifegrad, über Energieeffizienz oder wie auch immer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Lüftungsanlage. Lüftungsanlage ist Standard heutzutage in einem Gebäude. Eine Lüftungsanlage besteht aus vielen Teilen, unter anderem einem Filter. Und heute sind wir so unterwegs im Gebäude, dass wir die regelmäßig prüfen. Gebäude sprechen bedeutet, ich als Filter sage meinem Dienstleister, du bitte komm zu mir, ich muss servisiert werden, ich muss gereinigt werden. BIM bedeutet Building Information Modeling. Und BIM ist ein Teil der Digitalisierung der Bauwirtschaft. BIM ermöglicht uns jetzt, die Prozesse in der Bauwirtschaft neu zu denken, neu zu strukturieren. Technisch gesehen, was ist BIM? Bis jetzt, jeder kannte CAD, Computer Aided Design. Es war im Endeffekt Strichel, Linien zeichnen auf einem Reißbrett in einem Computer. Und BIM bedeutet, dass alles 3D ist und diese dreidimensionalen Objekte versetzen wir mit Informationen. Unser Schwerpunkt liegt darin, dass wir bei Planen, Bauen und Betreiben im Bestand den digitalen Zwilling von Bestandsgebäuden herstellen. Mit einer völlig neuen Technologie, mit der M3-Technologie, mit einem Trolley, mit dem wir durch die Gebäude fahren, 3 Laserscanner, 6 360-Grad 3D-Kameras und daraus entsteht der digitale Gebäudezwilling. Der Vortrag heute von Herrn Mulk war sehr ähnlich von der Strategie her, wie es bei der A1-Telekom Austria der Fall ist. Wir sehen, dass wir in die gleiche Richtung tendieren, die gleichen Ansätze haben, was unsere Kunden in Zukunft benötigen. Deswegen glaube ich, dass eine Siemens und eine 1 zukünftig sehr viele gemeinsame Projekte schaffen könnte. Ich denke, dass die Gebäude von morgen alle miteinander vernetzt werden, miteinander sprechen, wir dadurch schneller reagieren können und das Ganze benutzerfreundlicher wird für den Endkunden.